Die Tür des Tresorraums kann nur mit dem korrekten Code geöffnet werden. Da wird ein DNA-Abgleich gemacht. Ja. Und die einzigen drei Personen, die diesen Code kennen, sind Mr. Banker persönlich, Miss Goodsafe, die sie ja schon kennen, und der Leiter dieser Filiale, ein gewisser Herr Sickleston. 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 Der ist echt am sickelsten von den allen. Mhm. Ja. Der jetzt natürlich im Krankenhaus liegt, weil er Sickles ist. Ja, Mario ist jetzt ein sowas wie ein Allrounder. Allrounder. Router. Ein Router. Ein Router, ja, er ist ein, genau, ein Internetrouter. Also kann niemand außer diesen drei Personen den Tresorraum öffnen. Verstehe. Als der Sicherheitsbeamte heute Morgen bemerkte, dass es ein Problem gibt, stand die Tresortür bereits offen. Und der Filiala lag Filiala. Filiala. Der Filialleiter lag bewusstlos auf dem Boden. Also hatte er wohl den Tresorraum geöffnet? Das ist bisher unsere einzige Erklärung, ja. Da kam bestimmt Giftgas raus. Oder jemand hat ihn als Geisel genommen. Na, ich glaube, das war eher so ein Gas aus irgendwie so einer alten Mine. Nein, irgendjemand hat ihn als Geisel genommen und dann einen übergezogen. Warum sollte jemand sowas tun? Das ist bestimmt. Vielleicht hat er auch einfach bloß die Tresortür gegen den Kopf gekriegt. Aber warum ist das Geld verschwunden? Ja. Wir haben uns die Tresortür gut angesehen, aber es gibt keine Anzeichen, dass sie aufgebrochen oder anderweitig. Zugwind! Er hat die Tür gegen den Kopf gekriegt und dann ist mit Betty Zugluft. War das Geld auf einmal weg, ja. Dass sie aufgebrochen oder anderweitig manipuliert wurde. Eine so mächtige Tür könnte man doch wohl kaum aufbrechen, oder? Ganz genau. Also entweder wurde entweder Sickleston gezwungen, den Tresorraum zu öffnen, oder der Verbrecher huschte hinein, nachdem Sickleston die Tür für sich geöffnet hatte. So wie ich das sehe, gibt es sonst keine Erklärung. Was meinen Sie? Ja. Jurion, alles kenne ich. Oh Gott, ja. Ich weiß, was das ist. Sportanime? Ist das sicher, dass das ein Sportanime ist? Dann könnte ich es genauso gut sagen. Es ist auch ein Sportanime. Free ist auch ein Sportanime. Also ganz ehrlich, dann würde ich auch Keijo als Sportanime bezeichnen. Kennst du das? Nein. Ich glaube, ich hoffe, es hieß wirklich so. Es ist ein Anime über eine Sportart mit Wasser. Bei der, also so auf Wasser, auf solchen Feldern, so Inselchen. Ja. Die da auf dem Wasser sind. Wenn es ein Sport ist, ist es ein Sportanime. Bei dieser Sportart versuchen sich Frauen mit ihren entweder Hintern oder ihren Brüsten von diesen Inseln runterzuschieben. Sicher, dass das noch ein Sportanime ist? Wenn das ein Sport ist, dort, dann Keijo ist das auch Sport, ja. Dann, wenn das ein Sport ist, dann steht das auch unter Sportanime. Yuri zählt unter Yaoi und unter Sportanime. Und Free auch. Und beide sind toll. Und Schach ist auch ein offizieller Sport. Ja, Schach ist ja auch nicht pervers. Obwohl, so die Damen sehen manchmal so ein bisschen aus wie... Hä? Ja, die haben oben so eine Nippel dran. Die haben eine Krone. Ja, eben. Und die sieht ein bisschen aus wie so eine weibliche Brust. Sehr schön zu sehen in irgendeinem Austin Powers Film. Ich glaube, im zweiten. Ist ja auch jetzt egal. Du hast gerade meine Kindheit zerstört. Ja. Bobby. Ja. PK's Drive. Halli, hallo, Hallöchen. Wen haben wir denn hier? Hallo, Popöchen. Wissen unseren treuen Assistenten Ernest Norwick, wenn ich meine Äuglein nicht täuschen. Machen Sie sie doch lieber einfach ein bisschen auf. Hallo, PK Strife. Nee, das ist gut. Hallo, PK Strife. Ein unglaublicher Tresorraum, nicht wahr? Es ist sicher höllisch anstrengend, ihn zu öffnen und zu schließen. Aha, das dachte
dachte ich mir auch, als ich sah, wie dick die Tür ist. Aber das Ding ist tatsächlich motorisiert. Man muss nur den Code eingeben und auf einen Knopf drücken und schwappdiwupp geht die Tür automatisch auf und knallt einem gegen den Kopf. Schwupp! Also muss man nicht groß und stark sein, um den Tresor zu öffnen, verstehe. Was ist Foot Wars? Absolut nicht, Miss Lane. Ich habe Foot Wars immer gemacht mit meiner Schwester tatsächlich und mit, wo ich ganz klein war. Und, Was ist das? Also wenn es das ist, was ich denke, ist es so, dass du dich dann halt auf den Rücken legst, der andere auch. Und, das habe ich auch immer mit meiner besten Freundin gemacht und mit meinem besten Freund, dass du dann die Füße so aneinander legst mit der anderen Person. Also so in der Luft. Hm. Und dann musst du drücken. Und wenn die Knie bei der anderen Person auf dem Bauch sind, dann hat derjenige verloren. Aha. Also das ist das, was wir immer früher gespielt haben. Oder haben es Foot Wars genannt. Ach so. Foot Wars wird hier mit D geschrieben und nicht mit T. Oh, habe ich nicht gesehen. Ja, also das, ach so, das war das Essen gemeint. Okay. Ich glaube. Ah, Anime namens Foot Wars, okay. Ja, ja. Kennt ihr Girls on Panzer? Ach so, ja, stimmt. Foot Wars kenne ich nur. Ja, okay, alles klar. Ja, das ist dann. Ja, das würde mir dann auch noch. Foot Wars kenne ich auch. Ja. Also habe ich jedenfalls was davon gehört, habe ich nie geschaut. Was? Foot Wars, die sind das Essen. Nein, wir sind Jäger. Das ist was anderes. Das ist ein anderer Anime. Attack on Titan. Ah. Ja, da ist nämlich auch im internationalen Intro deutscher Text. Absolut nicht, Miss Layton. Sogar sie könnten den öffnen, wenn sie den Code wüssten. Den weiß ich doch. Nein. So, wollen wir jetzt mal erstmal unseren. Ja. Den schon Bekannten? Ja. Okay. Was? Weiß ich nicht. Ich hab so das Gefühl, du freust dich drauf. Bestimmt gar nicht. Nicht? Oh, schade. Okay. Das ist ein wirklich beeindruckender Tresor, Mr. Banker. Haha. Ja, das ist der Hermit. 5000. Hermetisch abgeschlossen und absolut unverwüstlich. Man könnte mit einem Panzer auf ihn schießen und sein Inhalt wäre nach wie vor völlig unversehrt. Außer natürlich, das Geschoss des Panzers würde versehentlich den Code eintippen. Dann würde er einfach aufgehen. Eigentlich reicht die Bezeichnung Tresorraum schon gar nicht mehr. Das Ding ist eine Festung. Uiuiui, muss der Tresorraum wirklich so robust sein? Den habe ich selbst hergestellt, junger Mann. Also zumindest eine meiner Firmen. Wirklich? Ihnen gehört die Firma, die Tresorräume für Banken herstellt? Ich sage Ihnen mal was, junger Mann. Der Tresor einer Bank schützt nicht nur das Geld ihrer Kunden. Er schützt auch die Integrität der Bank und das Vertrauen, das man in sie setzt. Oh, das wäre ja ein prächtiger Werbespruch für einen neuen Tresorraum. Für ihren neuen Tresorraum. Als wir mit dem Hermit 5000 fertig waren, ließ ich ihn gleich hier in der Bank einbauen. Ich dachte, unsere Kunden könnten dann noch ruhiger schlafen. Tja, falsch gedacht. Ich kann gar nicht fassen, wie einfach er geknackt wurde. Da habe ich mich wirklich schlimm verschätzt. Ja, ein so dicker Tresor, bringt auch nichts, wenn man einen Code dafür hat, einfach bloß. Am besten vielleicht noch 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das ist ja die Kombination für meinen Koffer. Also ist dieser Tresor das neueste Modell? Oh, Geld. Ein Geldbündel. Cool. Und schön golden. Ja. Ein goldenes Geldbündel. Ein Goldbündel. Der Hermit 5000 der Bank ist das neueste Modell und wird von einem der Unternehmen von Banker hergestellt. Er wird mit einem Code geöffnet und es gibt keinen Hinweis auf ein gewaltsames Eindringen. Gewaltsames Eindringen, das klingt so. Jetzt mit dem Typen reden? Ja. Was ist denn mit dem? Nix. Was ist, oh Gott? Oh Gott! Sie waren ich bin Benjamin! Benjamin Blümchen, soll ich? Ja. So? Sie waren also als Erster am Tatort, richtig? Sie arbeiten hier als Wachmann, nicht wahr? Ja, ganz recht. Das ist ja fast wie... Ja. Cheryl. Nee, das kann ich nicht. Aber wie soll ich ihn sonst sprechen? Wir können nicht... Ja, ganz recht. Ich kann es noch immer nicht fassen. Wie konnte das nur passieren?
Das versuchen wir herauszufinden. Können Sie uns bitte... Können Sie uns bitte sagen, was wir heute Morgen gesehen haben? Also, meine Aufgabe ist es, nachts im Foyerbereich Wache zu schieben. Und zwar bis die Bank am nächsten Morgen wieder öffnet. Und obwohl ich die ganze Nacht über die Augen aufgehalten habe, habe ich überhaupt nichts Verdächtiges gesehen. Ehrlich. Früh am Morgen tauchte dann Mr. Sickleston auf. Wie immer. Er ist der Chef hier, müssen Sie wissen. Was denn? Oh Gott, Mr. Sickleston, der war so fritt ab. Ja, er hat immer jede Menge zu tun, deshalb versucht er nach Möglichkeit vor allen anderen da zu sein. Er hatte offenbar im Tresorraum zu tun. Denn er ging direkt durch das Foyer und die Treppe hinunter. Kurz danach hörte ich ihn aufschreien. Also lief ich so schnell wie ich konnte hinterher. Und als ich ankam, stand die Tresortür sperrangelweit offen. Haben Sie dann gleich in den Tresorraum geguckt? Das ist nicht ganz Inspektor Jamie, nur so ähnlich. Ich machte mir natürlich Sorgen. Was denn? Was denn? Was lachst du immer so? Wegen dem Doppelkinn? Ja! Ich machte mir natürlich Sorgen. Was, wenn sich da drin ein Bankräuber versteckt oder so? Aber ich dachte mir, reiß dich zusammen! Und warf schnell. Ich komme hier nicht voran. Und warf schnell einen Blick hinein und da sah ich jemanden auf dem Boden liegen. Und das war dann Mr. Sickleston, nicht wahr? Ganz recht, das war er. Und sonst war da niemand, weder im Tresorraum noch außerhalb. Reiß dich zusammen! Ja, reiß dich zusammen! Und ich sagte mir, reiß dich zusammen! Du siehst ja heute vorzeigbar aus, deswegen habe ich das mal gemacht. Ja, jetzt wein ich vor Lachen. Ich habe dich zum Weinen gebracht. Durch Lachen. Also, okay. Okay. Was haben Sie denn getan? Ich habe natürlich sofort den Krankenwagen gerufen. Jetzt hör auf! Guck weg! Und gleich danach Miss Goodsafe informiert. Sie ist die Generaldirektorin. Man muss nämlich die Generaldirektorin anrufen, wenn etwas nicht stimmt. Verstehen Sie? Und als sie dann hier war und den Tresorraum sah, hatte sie fast einen Herzinfarkt. 100 Millionen Pfund. Verschwunden. Der hat es gefuttert. Mach's nochmal, ich hab's nicht gesehen. Er hat's gefuttert. Der hat es gefuttert. Das war sehr lecker. Nee, der hat es unter dem Kinn. Ja, oder inzwischen einer seiner Fettträume. Das ist gemein. Ich finde das überhaupt nicht lustig, dass wir uns über einen etwas korpulenter gebauten Mann lustig machen hier. Also wenn es Frau von Doppelpfund wäre... Ich hab die Vorstellung im Kopf, okay? Was? Ich hab halt die Vorstellung im Kopf. Aber ich stelle mir die Vorstellung im Kopf mit so einem... Ja, der Geld hier so runter. Und dann so kommt so ein Geldschein raus. Und der schiebt die wieder. Also 100 Millionen wird schwierig, das da zu verstecken. Nee, der Typ, der ist in Wirklichkeit ein dünner Hering und der hat sich einfach so das Ganze da drüber gezogen. Die dicken Witze sind nicht unsensibel genug anzeigen. Also nicht denjenigen, sondern den Kommentar anzeigen. Okay.
Also hat Miss Goodself als erste bemerkt, dass das wie viel Geld fehlt? Ja, mich hat es nämlich, geht es nämlich nichts an, wie viel Geld so im Tresorraum liegt. Aber jetzt weiß ich, es sind 100 Millionen. Naja, nicht mehr. Und dann kamen die Jungs in Blau. Die waren alle blau. Ja. Von der letzten Party, diese Betriebsfeier. Und der Krankenwagen. Hier ging es zu wie im Zirkus. Mehr kann ich Ihnen dazu leider nicht sagen. Und stimmt es, dass Mr. Sigurdsson noch immer nicht wieder bei Bewusstsein ist? Hat man mir zumindest gesagt, ja. Und hat sich auch noch beide Beine gebrochen, aber ist wohl nichts Lebensbedrohliches.